Yo Leute und willkommen zurück zu Nier Replicant Version 1.2. Ich muss mich gerade mal ein bisschen gedanklich sortieren, weil ich jetzt bestimmt auch 4 Wochen lang das Spiel nicht mehr gespielt habe, weil wegen Urlaub und irgendwie gerade keine Motivation gehabt und ich weiß es nicht. Deswegen muss ich gerade mal wieder reinkommen ins Spiel. Wo waren wir denn? Genau, wir hatten ja, eigentlich waren wir gerade dabei, hatten alle versiegelten Verse gefunden und wollten eigentlich Jona heilen. Und dann tauchte, glaube ich, der Shadow Lord, der Schattenfürst mit seinen Riesenschatten und Grimoire Noir auf und hat uns irgendwie angegriffen. Grimoire Noir faselte auch irgendwas davon, dass Grimoire weiß sich mit ihm vereinen soll, um irgendwie das Paradies herbeizuschaffen. Keine Ahnung, was der Schattenlord so ganz genau wollte, weiß ich nicht. Eigentlich wollten wir Dinger mit den versiegelten Versen irgendwie auch besiegen. Naja, letztendlich haben wir irgendwie einen seiner Riesenschatten im Keller der Bibliothek eingesperrt. Oh, hier geht direkt was ab. Ach so, genau, ich habe jetzt auch neue Waffen und sowas. Wie ging das hier nochmal? Achso, genau, das war ein harter Schlag. Genau, und dafür hat sich die gute alte flamende Kaney geopfert, indem sie sich von Emil hat versteinern lassen vor der Kellertür. Und der Schatten ist halt drin im Keller. Wo war denn hier nochmal der Ausweichbutton? Ach da, ich bin völlig raus. Sorry Leute, das wird jetzt wahrscheinlich... Oh, wir haben ein neues Wort erhalten. Angriffsstärke plus 10%. Oh, das ist nice. Oh, what? Wir kriegen jede Menge neue Wörter hier. Genau, Emil hat irgendwie Kaney vor der Tür versteinert, damit das Monster nicht mehr rauskommt. Und jetzt hat Emil uns doch, glaube ich, irgendwie eine Nachricht zukommen lassen. Dass er, glaube ich, irgendeine Info hat oder sowas. Habe ich irgendwo nochmal ein Story-Recap? Irgendwo war hier doch auch noch ein Story-Recap, oder? Naja, egal. Ich glaube, er hat irgendwie eine Info, wie wir Kaney eventuell doch wiederbeleben können. Und wir haben auch noch ein paar Nebenquests. Ja, das Spiel geht weiter wie bisher. Auch da müssen wir mal reingucken. So, genau. Das... Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das war so im Groben und Ganzen das, was ich zu diesem Spiel noch im Kopf hatte. Was habe ich jetzt eigentlich für eine Waffe? Irgendwas, was total oft zusticht. Ich wollte gerade sagen, hatte ich nicht so einen Riesenprängel hier? Ach so, genau, die tragen jetzt auch neuerdings Schild hier, die Kollegen. Und da muss man auch mal mit aufgeladenen Schlägen gegenwirken, damit die Schilder weggehen. Puh, so. Weiter geht's. Kleine Schattenschlachten. Da ist noch so ein Schildkollege gerade aufgewacht oder gespawnt. Wie war das? Ja, genau, ich konnte Gegner auch anvisieren. So, den hätten wir damit auch. Ich sag mal, warum spawnen die hier jetzt neuerdings unendlich? Wer flüstert hier die ganze Zeit im Hintergrund? Bin ich hier überhaupt richtig? Das X ist recht... Achso, das X, okay. Emil ist wahrscheinlich hier in seinem Anwesen. Boah, was ist denn hier los, ey? Okay, der neue Kampfstil, ich erinnere mich, mit den fetten Waffen hier, ist deutlich träger, aber er macht halt auch mehr Kavums. So, genau, und hier ist das X, wo wir hinwollen. Ja, wir gucken uns erstmal an. Und Nebenaufgaben gucken wir uns danach an. Da steht auch sein Butler schon wieder. Nice. Ach so, genau, und der Shadow Lord hat Jona entführt. Das war auch übel. Genau, wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal Kaney befreien und dann müssen wir natürlich irgendwie mal gucken, was mit Jona los ist. Master Emil is waiting in his chambers. Gut, dann schauen wir mal, was Emil zu berichten hat. Puh. Boah, so lange Spielpausen, ey, die hauen mich doch immer wieder ganz schön raus, muss ich sagen. Hallo Leute. Hey Emil. It's been a while. Long time no see, sagt man auch so schön auf Englisch, oder? Emil sieht keinen Tag älter aus. Yeah. I'm sort of special that way. Huh. Fair enough. Fair enough. I hear you found a lead on undoing the petrification curse. Yes. Take a look at this. Notiz, Archivaufzeichnung 2.8.2026. 2026, das ist in 5 Jahren. Also das ist 1500 Jahre oder so in der Vergangenheit.
Dem Vorfall mit Nummer 6 folgend haben wir beschlossen, ein Archiv einzurichten. In diesem Raum sollen die Aufzeichnungen der Methoden abgelegt werden, die wir zum Kontrollieren und oder Aufheben aller Formen von Magie einschließlich Versteigerung und Tiertransformation genutzt haben. Andere Projekte sollen dadurch weiter vorangetrieben werden. Ja. Ich glaube, ich hätte weiter runterscrollen können. Ich habe X gedrückt und damit, glaube ich, dieses Bild weggedrückt. Da war noch ein Pfeil nach unten. Naja, egal. Das ist vermutlich der Raum, in dem wir auch mal diesen Endboss hier in dem Anwesen bekämpft haben, oder? Das war doch auch so eine Art Bibliothek oder sowas. You think this room will let you harness the ability to control all forms of magic? Actually, yeah. Or even if it doesn't, something there might point us in the right direction. So, where is this planning room? There's an entrance in the courtyard. It's not far. Good. Let's go find it. Okay, offensichtlich sind wir da noch nicht gewesen. Der sanfte Begleiter. So, Innenhof. Jetzt ist die Frage, wo war der nochmal? This room truly contains the power to control all magic. I can use it to cure my eyes. If we could heal both Emil and Kaine at once, it would be quite an achievement. Two birds with one stone. As they say. ja, ich wollte gerade sagen. I didn't think you cared. Perhaps this tone is getting a bit sappy in his old age. Ja, genau. In diesem Kampf hat uns Grimoire Weiss dann auch, ja, ich will nicht sagen überraschenderweise, aber doch endlich mal final seine Treue geschworen. Und dem Schattenlord und seinem Grimoire mal zu verstehen gegeben, dass er sich mal verpissen soll. Genauso wie Kaney das auch in ihrer sehr feinen Wortwahl gemacht hat. Kaney, die alte Flamerin, ja, und der alte hochnäsige Weiß sind eh eine geile Kombi gewesen. wie kam ich denn nochmal? Gab's nicht auch eine Karte? Boah. Ach so, ja. Anwesen, Arbeitszimmer. Wollen wir da hin? Ist das da oben, das Blaue? Nee, das ist ein Speicherpunkt, ne? Boah, fuck, Leute. Öffnen. Ist das der Innenhof? Ja, genau. Und dieses Anwesen hier, es ist auch so geil. Musikuntermalung, ja, super geil. Aber es ist halt so ein bisschen wie die ersten Resident Evil-Teile gemacht mit diesen festen Kameraperspektiven. Und ich denke, es soll auch eine Anspielung darauf sein. Auch dieses Halten in Schwarz-Weiß hier. Und ich glaube aber nicht, dass wir hier Richtung Innenhof kommen. Hier? Nein. Und liegt aber nicht, dass das hier der Innenhof war. Boah, sorry, Leute. Ich muss mich hier echt nochmal neu orientieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir speichern schon mal unseren Fortschritt. We need... Nee, das hier ist dann wohl nicht der Innenhof. Ach so, ich wollte gerade sagen, eigentlich könnte ich mich einmal rollen, um zu rennen. Aber hier in diesem Resident Evil-Abschnitt kann man halt auch Resident Evil-like auch mal nicht richtig rennen. Boah, ich weiß gar nicht, konnte man im ersten Resident Evil nicht ein bisschen schneller rennen, wenn man keine Waffe gezogen hatte oder so? Ja gut, dann müssen wir jetzt tatsächlich mal suchen. Gehen wir mal hierher. Südfelder. Südfelder ist doch der Eingang, oder? Ne, der Innenhof, ist das nicht dieses runde Teil da? Und dann sind wir hier doch ein bisschen falsch. Warum darf ich hierher gehen, wenn wir hier falsch sind? Ist das der Innenhof? Boah, Kamera. Ist das der Innenhof? Ach, Gott sei Dank. Ist das es? Achso, ich dachte, das wäre es zum Aufheben. Aber es ist, glaube ich, der Eingang in dieses Archiv oder was wir da suchen. Ah, okay, da unten geht's nochmal runter. Warning. This facility. I can't read the rest. Something about a seal? Ach. If someone bothered to attach a warning to this room, I doubt they will appreciate us forcing our way inside. Egal. Emil, you okay? What's wrong? Nothing. It's nothing. I'm fine. Ich gehe jetzt einfach rein, ey. Wenn irgendwer eine Warnung hinhängt, die wir eh nicht mehr lesen können. Something is amiss with Emil. Take care not to stray too far from him. Was haben wir jetzt hier so eine
Isometrische Perspektive, ey. Das Spiel ist so hart. Gefühlt hat es ja eher jetzt so richtig angefangen und alles bis hier, bis zu diesem Zeitsprung war nur Vorgeplänkel. Ah, Schlüsselkarte. Jetzt hat sie so ein bisschen was von so einem Taktik-Shooter hier, so ein rundenbasierter. Wie nennt man diese Spiele nochmal? Hier wie Mario und Rabbids Kingdom Battle oder sowas. Oder ist es mehr Diablo-like? Ich weiß nicht, was es genau darstellen soll. Diese Genrewechsel, das ist echt so cool. Und das haben sie echt in Nier Automata nochmal ein bisschen verfeinert. Es ist echt geil. Hä? Hat er sie jetzt versteinert? Und, ach so, er versteinert sie. Nice, danke. Danke, Emil. Wie sich die Musik jetzt hier aufbaut, ja? Jetzt mit ein bisschen mehr Beat oder was auch immer es ist drin. Vorher war es ja nur das Gesinge gewesen. Ich überlege nochmal, wie hießen denn die nochmal, diese anderen, diese bekannteren rundenbasierten Taktik-Shooter-Spiele? Da gab es auch... Ach, XCOM war es. XCOM, genau. Ich bin nicht auf den Namen gerade gekommen. KA-Schlüsselkarte. Okay, ich habe hier, glaube ich, schon einiges an Schlüsselkarten eingesammelt. Mal gucken, wann wir sie letztendlich gebrauchen können. Aber gut, hier, unser Emil. Der versteinert die Jungs ja echt ganz gut. Man konnte doch auch irgendwie so, vielleicht geht das auch in dieser Perspektive nicht, so um die Gegner rumrollen und sie dann von hinten angreifen, oder? Ich habe die KA-Schlüsselkarte benutzt, sehr schön. Und noch was benutzt. Ach so, die Kisten. Gab es hier schon mal so Kistentürme und ich habe sie nicht umgehauen? Ne, ich glaube nicht, oder? Muss ich nochmal zurückgehen und gucken. Hat sie schon wieder alle versteinert, bevor ich sie überhaupt erst besiegen kann. Nice, Emil, dich hätte ich gerne öfters als Begleitung dabei. SA-Schlüsselkarte. Haben wir mal einen Geheimpfad oder sowas? Aber, achso, hier geht's auch gar nicht weiter. Gut, wir brauchen diesen Pfad. Und noch eine Schlüsselkarte. Ah ne, wir haben das Zweihandschwert Zwillingszahn erhalten. Das ist gut. Wo ist denn hier unser Emil? Versteiner die doch mal alle, Junge. Oh, ich will hier eigentlich weg, aber es geht gerade nicht. Ach so, das war auch der falsche Knopf, oder? Nee, das ist der falsche Knopf. Ah ja, doch, ich erinnere mich auch an diese Skills wieder. Sehr gut. Es ist gut, dass wir das Schwert erhalten haben. Ich habe in der Spielpause zumindest mal so ein bisschen versucht, spoilerfrei zu lesen, was man denn in diesem Spiel tun muss, um die komplette Story zu erleben. Und dafür muss man es natürlich auch, wie es auch in Nier Automata der Fall gewesen ist, weil das ist ja der Vorgänger hier quasi, man muss es mehrfach beenden. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man ein Ende erreichen muss, wo man alle Waffen gefunden haben muss, um letztendlich mehr von der Story zu erfahren. Deswegen ist es ganz gut, dass wir dieses Schwert da gerade gefunden haben. Ich weiß gar nicht, wie viel ich schon im Spielverlauf eventuell verpasst habe. Aber da wir es eh noch ein, zwei Mal zu Ende bringen müssen, ist es auch irgendwie egal. Ich glaube, Sachen, die man, ich glaube auch Waffen, die man verpassen kann, komplett, die kann man auch beim Händler kaufen für viel Geld. Also ich glaube, es ist nie so, dass man sich das hier ganz verbauen kann, storytechnisch. Jo. Dann gönnen wir uns noch die Heilung, wenn das Heilkraut eh gerade hier rumliegt. Ist aber cool gemacht mit dieser ISO-Perspektive. Sieht zwar irgendwie ganz nett aus. Junge, du sollst versteinern. Warum versteinerst du nicht mehr? So, kartentechnisch ist hier nicht viel, ne? Dachte ich mir schon fast. Gut, das heißt aber irgendwann, ich glaube, wenn ich einmal durch die Story durch bin, wir haben ein neues Dokument erhalten. Notiz, Forschungsbericht zu Nummer 6, 25.12.2025. Wir haben erste Forschungen zu Nummer 6 abgeschlossen und sind bereit, das Startexperiment einzuleiten. Da dies für die Gestaltforschung einen großen Schritt nach vorne bedeutet,
hat die nationale Waffenforschung dem Abschluss des Projekt Nummer 6 höchste Priorität gegeben. Die Budgets der anderen Projekte wurden sofort eingefroren. Wir haben die Forschung abgeschlossen und wollen das Startexperiment einleiten, da dies für die Gestaltforschung einen großen Schritt nach vorne bedeutet. Hat die nationale Waffenforschung, was auch immer die Gestaltforschung ist, unter dem Anwesen. War im Resident Evil nicht auch unter dem Anwesen die Haupteinrichtung von Umbrella oder die Forschungseinrichtung? Hier muss es gewesen sein, wo ich... Oh, dem Emil geht's gar nicht gut. Ja, was ich gerade sagen wollte, ich muss mir dann, glaube ich, auch wenn ich diesen Durchgang hier hinter mir habe, meine Waffenliste anlegen und mal alles abhaken, was ich schon habe und dann gezielt auch die anderen suchen. Sorry for the trouble. Kein Problem, Junge. Eigentlich hast du uns bis jetzt doch ganz gut geholfen. Weswegen ich gerade bei Nier, bei der Gestaltforschung so gezögert habe. Ah, klar. Weil das Spiel gab es ja in Japan in zwei Versionen. Einmal mit dem jungen Jona, wie wir es jetzt spielen, oder mit der jungen Jona, wo Jona und wir quasi Bruder und Schwester sind. Und einmal war Nier, also wir, deutlich älter und Jonas Vater gewesen. Und eins der Spiele hieß halt Nier Replicant, wie jetzt hier das Remaster quasi auch. Und das andere hieß Nier Gestalt, also... Ich vermute mal, dass das schon noch irgendwas Wichtiges zu bedeuten hat. Ich habe keine Ahnung. Ui. Wo ist denn jetzt Emil hin? Warum ist der nichts mehr versteinert? Ach komm, jetzt spawnen hier noch 3 Millionen. Ah doch, da versteinert er wieder jemanden. Ich kämpfe auch neuerdings nur noch. Mit gedrückten Tasten. Ich müsste das eigentlich auch viel mehr paralysieren. Die ganze Zeit schießen und kämpfen, aber das kriege ich gar nicht so gut hin. Ich glaube, ich bin mir auch gar nicht so sicher. Doch, es würde sogar gehen. Ich kämpfe neuerdings nur noch mit den Moves mit gedrückter Taste. Vorher habe ich eigentlich mehr Buttons gesmashed. Ich habe keine Ahnung, was Vorteil da ist. Wahrscheinlich sollte man es irgendwie verknüpfen. Die Tür ist verschlossen. Ein Schlitz daneben ist mit der Beschriftung TA versehen. Okay, uns fehlt hier noch irgendwo ein Schlüssel. Hab ich den denn übersehen? Ey, das kann ja jetzt heiter werden. Ah, hier liegt er hinter der Säule versteckt. Ja, ich habe keine Ahnung. Bisher kommen wir ja einfach ganz gut durch hier kampftechnisch. Kampftechnisch ist auch nicht das alleranspruchsvollste Spiel, muss ich sagen. Aber es hat deutlich andere Qualitäten wie... Halt eine coole Welt, witzige Charaktere allen voran. Grimoire Weiss und Kany, die einfach so ein geiles Paar sind zusammen. ja, emotionale Geschichte, gute Charaktere, coole Spielwelt, wobei ich immer noch nicht so ganz weiß, worauf das hier jetzt eigentlich hinaus soll. Wer spricht hier eigentlich die ganze Zeit mit mir? Ist das Emil? Ich teste hier gerade mal was. Guck mal, wenn ich die... So, Arzneikraut finden wir hier am laufenden Band. Ich habe gerade mal so ein bisschen probiert, gleichzeitig zu schießen und zu kämpfen, aber da muss ich in unterschiedlichen Rhythmen die Knöpfe loslassen. Ich glaube, das liegt mir nicht. Mal gucken, ob ich das noch optimieren kann. Ach, what the fuck, wir können die Kamera hier drehen. Ich dachte, die Kamera wäre fix in der ISO-Perspektive. Aber ich glaube, wenn ich die Kamera drehe, boah, nee, dann wird es super unübersichtlich. Dann bin ich, glaube ich, endgültig lost, was die Orientierung angeht.
NA, aber glaube ich sehe auch schon, wo es blinkt. Ich wollte gerade sagen, man kann das vielleicht mal nutzen, um Schlüsselkarten zu suchen. Da könnte es ganz praktisch sein. Aber bisher geht es auch so ganz gut. Kommt man hier links noch irgendwo rein? Ja, ne? Oder kommt man hier einfach hinten wieder raus? Also ich dachte, es wäre eine Art Fahrstuhl oder sowas. Ach, auch schon wieder versteinert. Ah, das tut mir so leid für euch Jungs. Es ist schon witzig gemacht. So, diese Schutzwelle kann man, glaube ich, nur mit... Ja, mein Wort erhalten. Nur mit physischen Schaden was anhaben. Das hat man, glaube ich, auch mal an irgendeinem Endboss gemerkt. Genau. Uah. Ach Gott, ey. Ach nee. Gut, das hat jetzt nicht mehr so gut funktioniert, das zu testen. Emil is falling behind. Emil is falling behind? Warum? Da ist er doch schon wieder. Ach so. So, hier geht's raus und dann machen wir die Kamera mal wieder in die Richtung. Damit ich es überhaupt noch mal irgendwie nachvollziehen kann, wo wir uns hier so befinden. Na okay, damit kriegt man sie auch. Aber hiermit nicht so gut. Also es muss dann auch schon diese Magie sein mit dem Schwertstich. Noch ein Wort erhalten, ey. Ich muss, glaube ich, nach dem Part hier dringend mir mal die Wörter angucken, die ich hier alle erhalten habe. So, als Arzneikraut noch und nöcher. Boah, wie groß ist denn das hier bitte? Wow. Hört das hier irgendwann auf? So, gut, wir können uns ja sehr schön immer wieder nachheilen. Oh. Da hätte ich doch die andere Magie bemühen sollen. Oder einfach draufprügeln sollen. Was soll's, ey. Ohne Witz, wir finden hier so viel Heilung. Wir können auch einfach durchsmashen. Altes Schulbuch. Ich glaube, das sind Sachen, die man verkaufen kann. Ach so, ne, hier unten wäre die Tür gewesen. Ist ganz schön groß hier unter der alten Villa oder unter dem alten Anwesen. Aber man hat sich hier doch irgendwie starke Resident Evil Anleihen genommen. Ich finde es ja irgendwie ganz witzig. Ach, lasst es doch einfach, ey. Ihr dämlichen Schatten. Also, so wirklich beeindruckend sind die echt nicht. So, auch die sind hinüber. Stufe 17. Ich wollte gerade sagen, sah man irgendwo sein Level? Ja, sah man. Mit der Beschriftung HA. Dann müssen wir jetzt hier, glaube ich, doch noch mal ein bisschen mit Kameradrehungen durchgehen. Na, ich dachte gerade, da hätte was geglitzert. Ach, da in der Ecke. Genau. Die sind ja echt immer super weit weg, die Schlüsselkarten von ihren Türen. Hochgesicherte Einrichtung. Versteckt die Schlüsselkarten, Leute. Legt sie 10 Meter neben die Tür. Da sind sie am sichersten. Habe ich nicht gerade vor lange geschossen und hätte nicht noch danach das AOE-Zeugs losgehen müssen? Neue Stufe, Level 18. Nice, alte Schule.
dickes Wörterbuch. Na, Gott sei Dank haben wir ein dickes Wörterbuch gefunden. Ich hätte schon Sorgen, ich müsste hier noch Vokabel lernen oder sowas. Emil is falling behind. Wo ist er denn schon wieder, Emil? Was machst du da hinten? Was habe ich da bekommen? Einen verbeulten Metallschläger? Ist jetzt aber keine Waffe, oder? Das wäre witzig. Hinterm Haus hier so ein verbeulter Metallschläger, der auch noch als Waffe zählt. Die Tür ist verschlossen. Da ist ein Schlitz mit YA. Okay. Ich dachte, das wäre was zum Aufheben. Aber es war dann doch eine Tür, die man da nicht sehen konnte, hinter der Kameraperspektive. Und lass mich raten, da ist der Schlüssel. Eine MA. War es nicht YA, was wir gerade brauchen? Achso, hier ist MA. Und hier kriegen wir dann YA. Vermute ich mal. Genau. Super Rätsel. Oh, what? Oh, what the fuck? Lasst mich mal hier kurz in Ruhe, Jungs. Wow! Ja, ich komme. Oh, what the fuck, ey? Boah. Das ist jetzt irgendwie unerwartet. Boah, und jetzt auch noch Sonne, scheiße. Aber gut. Ah, ich wollte weg und springen. Naja, egal. Okay, er war doch weniger beeindruckend, als es seine Gestalt vermuten ließ. Mal eh mehr als genug Heilung hier kriegen. So, hast du noch irgendwas Tolles hinterlassen? Nee, du sollst einem nur ein bisschen Schrecken einjagen, oder? Puh. Die YA-Schlüsselkarte. Oh, und es geht noch tiefer. Und der Emil kommt wieder nicht hinterher. Ich habe ein neues Dokument erhalten. Notiz, Agenda des Meetings, 12.09.26. Beim heutigen Meeting werden folgende Themen besprochen. Eine Lösung zur dauerhaften Lagerung von Nummer 6. Ein Fortschrittsbericht zu Nummer 7. Oh, Experiment mit Nummer 6 ist wohl nicht so gut gelaufen, entnehme ich dem mal. Die Tarnung des überirdischen Teils des Labors als Anwesen. Okay, das erklärt auch, warum da oben ein Anwesen draufsteht. Mir ist übrigens mal eine nette Sache aufgefallen, als ich nochmal in meinen Videos rumgeguckt habe und mir nochmal den ersten Part angeguckt habe, wo man ja, glaube ich, auch irgendwo im Sommer, im winterlichen Sommer, keine Ahnung, in der nahen Zukunft, auch gegen die Schatten kämpft und zum ersten Mal das Buch benutzt, was daneben einliegt. Dieses Buch, was da liegt, das war, glaube ich, Grimoire Noir gewesen. Zumindest sah es so aus. Und jetzt sind wir ja mit Grimoire Weiß unterwegs. Ich würde fast davon ausgehen. Was hier? Ich habe Zweifel, ob Emil will be able to continue. I'm fine. Let's just go. Und noch eine Etage. Da glitzert schon wieder was für uns. Aber wir kommen nicht rein. Warum geht die Tür nicht auf? Kann man mal... Achso. Ah doch, wahrscheinlich, weil ich von da hinten da rein soll. Wir haben ein Wort erhalten. Zack. Ja gut, da kommen wir erstmal nicht rein. Ja auch nicht. Warum stehen hier überall Schränke vor den Türen? Kann ich die... Nee, umhauen kann ich sie auch nicht. Und wegbritzeln auch nicht. Ja gut, dann bleibt uns ja erstmal nichts anderes übrig. Doch. Die Tür ist verschlossen. Ein Schlitz daneben ist mit der Beschriftung RA versehen. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Ist die Tür jetzt doch aufgegangen? Warum? Oh, der Batteriezustand ist auch noch schwach. Das läuft, aber gut, jetzt ist eh gleich der Part zu Ende. Dann könnte ich mal eben den Controller wechseln. Hä? War die Tür jetzt vorhin auch hier auf?
da hinten geht's noch raus. Ah, okay, das hat man aus dieser Perspektive raus hier gar nicht. Ach, und deswegen, da sind sie also hergekommen. RA-Schlüsselkarte. Okay, wir kriegen es immer noch nicht auf. Ich habe schon überlegt, ob wir uns mal doch eine andere Magie gönnen. Genau, die nämlich, weil ich glaube, gegen so viele Gegner ist die doch ganz praktisch. Zack. Aber gut, die macht null Schaden. Und ich dachte, es wären auch mehr Spieße um einen rum, aber sie sind doch auch mehr geradeaus. Nee, sie sind, Achso, es werden im Laufe der Zeit dann doch mehr. Okay, so doll ist der Schaden ehrlich gesagt nicht. Vielleicht bleibe ich doch lieber hierbei. War es das? Ja, ne? Jo, jetzt haben wir die Schlüsselkarte für diese Tür, Freunde. Aber ich würde sagen, boah, Emil, was machst du, du alter Vollpfosten? Ich würde sagen, an dieser Tür machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.